Was ist hier denn los? Was ist das denn? War der Weihnachtsmann schon da? Ah, das Lidl Feuerwerksprospekt 2016. Ja, das gucken wir uns dann direkt mal genauer an. Ja, dann fangen wir mal an. Die ersten Seiten hier. Allgemein ist nichts Interessantes. Boah, hier ein Feuerlöscher, wer ihn braucht für Silvester, für 20 Euro. Ja, dann geht es hier auch schon direkt los mit dem Fire Fantasy Raketen bzw. Familiensortiment für 7,77 Euro. Preis ist stabil geblieben, genauso wie die letzten Jahre. Das ist ganz nett für zwischendurch. Darunter für 20 Euro das Arena of Rockets. Hier oben haben wir dann das World Champion Familiensortiment mit einigen Fontänen, Vulkanknallern, Raketen. Darunter das Highspeed Bombs Raketensortiment. Werde ich mir dieses Jahr wohl auch einmal kaufen. Hab nur Gutes von gehört. Ja, mal schauen, wie die so sind. Auf der nächsten Seite Casino Royale für 20 Euro. Eine 36-Schuss-Batterie mit, ich glaube, ja, Maximum NEM 500 Gramm. Dauer 120 Sekunden, ist ein bisschen lang. Ja, nicht so eine gute Schussreihenfolge wahrscheinlich. Dann geht es hier weiter. Für 18 Euro das Jewels of the Sky achteilig. Hier haben wir verschiedene Batterien drinne. Was sich dahinter verbirgt, weiß ich nicht. Das beim Einscannen, das Video war noch privat. Müsste man in den nächsten Tagen nochmal gucken. Ja, Tiger and Dragon für 13 Euro. Ist eine umgelabelte Weco-Batterie mit ein paar Fächern drin. Ja, mit so Crackling-Lanzen. Ist ganz nett, war ich am Überlegen, ob ich mir die nicht mitnehme. Muss ich nochmal überlegen. Dann haben wir hier die Elysium für 3 Euro. Eine, was haben wir da? Eine Feuertopfbatterie mit Blinkstern, 16 Schuss. Ich denke, da kann man bei 3 Euro nichts falsch machen, aber auch hier war das Produktvideo noch nicht freigegeben. Schade. Naja, werde ich mir vielleicht mal einen Warenkorb packen, beziehungsweise mit einpacken. Dann haben wir hier neben, ja, neu. Was heißt neu? Neu im Laden, ja. Hatten sich viele dieses Jahr darauf gefreut. Ging ja auch schon Gerüchte rum, dass es die wohl gibt bei Lidl. Die Flashbang von Weco. Ja, 10 Bombetten, beziehungsweise Knallrohre oder Bombenrohre. Ja, kann man nichts falsch machen für 3 Euro, auch wenn sie jetzt nicht so laut sind wie ein Nico Flashbang oder was. Dann geht es hier weiter mit den ganzen Verbünden. Für 20 Euro hier 131 Schuss. Wie ja schon erwähnt, bin ich da nicht so der Fan von. Hier weiß ich zum Beispiel, dass hier die Voodoo verbaut ist und zweimal die Black Ice. Ja, für 60 Euro ist ein bisschen happig. Wenn man es selber macht, kommt man günstiger bei weg. Hier haben wir dann noch eins für 30 Euro. Darunter, wie die letzten Jahre auch schon, Musketier für 18 und die Black Ice für 17 Euro. Die ist ganz nett eigentlich, die kann man mal einpacken. Ein paar Fächer, ein paar normale Zerleger. Ja. 25 Euro, da der nächste Verbund. Es wird immer mehr, wie wir erkennen können in den letzten Jahren. Schade eigentlich. Bin ich, wie gesagt, nicht so der Fan von. Hier drunter haben wir die Beastmaster für 13 Euro. Auch schon ein paar Produktvideos zu gesehen. Erscheint mir ganz gut. Ist ganz nett. Ich kaufe sie mir aber wahrscheinlich nicht. Die Firefighter für 9 Euro. Auch schon seit etlichen Jahren dabei. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Ein paar Kometen mit am Ende, wo sie dann zerlegen. Mit so einem rasanten Crackling-Finale, sag ich mal. Ja, muss jeder selber wissen. Dann haben wir hier wieder das Paket Bombette mit allerlei Batterien, Fontänen, alles was da drin ist. Ja, für 30 Euro, ich kauf's mir auch nicht. Ist aber sicherlich ganz nett, eine gute Mischung drin. Da drunter
Die 72 Schuss Powerbatterie Happy Sky. Na, auch nichts für mich. Die Zerleger sind mir zu klein. Es ist auch wieder so ein Mischmasch aus Leuchtkugeln und Zerlegern. Dann hier die Ocean of Lights. Auch eine nette Fontäne. Brennt enorm lange. Ja, warum nicht für 6 Euro, wenn man nichts anderes findet. Dann hier von vielen heiß geliebt die Night Howler für 20 Euro. Ich stehe da nicht so drauf. Die ist mir zu langsam von der Schussfolge her. Ja, gibt es aber bestimmt wieder einige Abnehmer. Die beiden Fontänen Heaven und Hell für 4 Euro, wie letztes Jahr auch schon. War ja eine Neuheit 2014. Daneben die Alligator, wie immer, für 4 Euro. Die Uranus ist auch wieder dabei für 7 Euro. Dann haben wir hier die 300 Schuss Pfeiffer Batterie Lord of Whistle für 9 Euro. Hatte ich in Graal-Müritz mal. Ja gut, war ganz in Ordnung. Gibt besseres, zum Beispiel von Jorge. Ja, dann haben wir hier wieder die Premium Vulkane Weco. Ah ja, eigentlich Bugano aus der Schweiz für 9 Euro. Ist ein guter Preis, werde ich dieses Jahr auch mal mitnehmen. Ja, daneben hier wieder so ein Röhli-Verbund für 6 Euro, ja, bin ich nicht so der Fan von, finde ich nicht so toll. Ja, dann geht es hier weiter, wie immer dabei, die Laser, jedes Jahr bei mir dabei, tolle Fontäne für 3 Euro, kann man nichts falsch machen, vor allen Dingen der Smarty-Effekt ist mega geil. Daneben das Kracher-Inferno für 3 Euro, ein paar Böller, ja. Die Powerbox auch wieder dabei, wie jedes Jahr. 5 Euro, ein paar Leuchtkugeln mit ein bisschen Crackling. Ja. Das Feuerfeger auch wieder dabei für 7 Euro. Bunter Beutel hier, so Leuchtzeugs und ein bisschen Böller und Frösche sind dabei. Ja, bunt gemischt halt. Hier Feuerzeuge. Daneben hier die Headbanger-Knallkette 16 Schuss D-Böller von Weco für 1,79. Die Kubis wieder für 99 Cent, jedes Jahr top. Dann haben wir hier die Tischbomben. Daneben ein paar Wunderkerzen, Maxi-Wunderkerzen für 2 Euro. Hier ein kleines Kinder-Jugendfeuerwerkssortiment für 2 Euro. Und darunter das Leuchtspektakel von Weco, jedes Jahr top, muss immer dabei sein. Ja gut, und das war's auch schon. Ihr seht, ein, zwei neue Batterien sind dabei, beziehungsweise neue Sachen, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Aber größtenteils ist es so geblieben wie die letzten Jahre davor auch. Ja, gut. Dann verabschiede ich mich von euch. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, ein Abo. Schaut doch mal bei Facebook vorbei. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.